Nach dem vorzeitigen Hauptrundensieg des EHC Red Bull München ist die Stimmung im Training ausgelassener und entspannter als sonst. Bis zum Start der Playoffs stehen allerdings für die Mannschaft von Trainer Don Jackson noch wichtige Spiele in der Liga an. Und die werden trotz der Spitzenposition nicht auf die leichte Schulter genommen. Jeder hat eine gewisse Confidence, also ein gewisses Selbstvertrauen, wenn wir jetzt Erster sind. Ich denke mal, wir werden da trotzdem harte Spiele spielen. Da gibt es noch ein paar Mannschaften, die wollen sich hocharbeiten, also werden das auf jeden Fall keine einfachen Spiele sein. Es ist beruhigend zu wissen, dass egal was passieren wird, wir an der Spitze bleiben und das Heimrecht für die Playoffs haben. Dennoch sind die letzten Spiele für uns extrem wichtig. Am Wochenende stehen zwei weitere Partien an. Zum Auftakt kommen am Freitag die Löwen aus Frankfurt ans Oberwiesenfeld. Aktuell stehen die Hessen auf dem 10. Tabellenplatz und kämpfen damit noch um wichtige Punkte für die Playoffs. Am Sonntag geht es für die Münchner Icecracks dann zum Auswärtsspiel nach Düsseldorf. Es ist immer so da, wir sind jetzt Erster und können nicht mehr so wirklich runterrutschen. Das ist ein bisschen gefährlich, würde ich sagen, weil wenn wir jetzt 2, 3 Spiele verlieren oder mehrere, ja, dann ist natürlich die Stimmung wieder unten. Für die Münchner Fans gibt es bereits vor den Playoffs schon einen Grund zum Feiern. Denn ihre Mannschaft hat sich mit dem bereits sicheren ersten Tabellenplatz nach der Hauptrunde zum 9. Mal in Folge für die Champions Hockey League qualifiziert.